Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr darüber, heute zu Ihnen als Preisträgerin sprechen zu dürfen und bedanke mich herzlich bei allen, die dies heute noch ermöglicht haben. Ich werde Ihnen heute die Ergebnisse meiner Abschlussarbeit zum Michelsberger Erdwerk bei Müßlering im Landkreis Nienburg vorstellen. Die jungneolithische Doppelgrabenanlage konnte 2008 durch Heinz-Dieter Frese im Luftbild entdeckt werden und lässt sich in den Zeithorizont um 4000 vor Christus einordnen. Wir befinden uns somit in einem spannenden Abschnitt der Menschheitsgeschichte, der durch zahlreiche Umbrüche geprägt ist. Erst etwa 1000 Jahre zuvor etablierte sich in weiten Teilen Europas die bäuerliche Lebensweise als Grundlage menschlicher Existenzsicherung. Die Neolithisierung der nordeuropäischen Tiefebene erfolgte jedoch erst deutlich später, um etwa 4200 vor Christus, und findet unter anderem Ausdruck in der Herausbildung frühtrichterbecherzeitlicher Keramik. Der Fundplatz Müßlering mit seinem jungneolithischen Erdwerk ist in eben jener Grenzregion von Michelsberg und früher Trichterbecherkultur zu lokalisieren und nimmt eine wichtige Rolle bei der Frage nach den Nordbeziehungen der Region ein. Auch wird hiermit die Frage nach der Neolithisierung der norddeutschen Tiefebene berührt, die heutzutage aktueller denn je ist. Ja, das Müßleringer Erdwerk war für einige Jahre das bislang nördlichste gelegene Erdwerk der Michelsberger Kultur. Doch konnte es nun von einer weiteren Grabenanlage bei Veldie abgelöst werden, die ebenfalls durch Herrn Frese entdeckt werden konnte. Eine Vielzahl von Oberflächenfunden, die durch Ronald Reimann aufgelesen wurden, komplementiert das Bild einer spannenden neolithischen Grabenanlage. In den letzten zwei Jahrzehnten konnten eine Reihe an Studien zum Jungneolithikum und der Erdwerksfrage zwischen Rhein und Elbe vorgelegt werden. Insbesondere dem südniedersächsischen Raum kommt dabei immer wieder eine erkennbare Funktion bei der Frage nach dem Süd-Nord-Transfer der Erdwerksidee wie auch weiterer jungneolithischer Elemente zu. Im Gegensatz zum Braunschweiger Land, wo eine regionale Aufarbeitung der Erdwerke im Rahmen des Projektes Erdwerke im Braunschweiger Land bereits stattgefunden hat, ist der Forschungsstand in den westlich angrenzenden Bereichen Niedersachsens, insbesondere im Raum Hannover und im Weserbergland, jedoch noch disparat, wie die gezeigte Karte von 2009 eindrücklich vermittelt. Mit der Aufarbeitung konnte nun im Rahmen meiner Abschlussarbeit begonnen werden. Unmittelbarer Gegenstand meiner Arbeit war die Auswertung der Befunde und vor allem der keramischen Funde der jungneolithischen Doppelgrabenanlagen von Rössing im Landkreis Hildesheim und Müßlering im Landkreis Nienburg an der Weser, in denen in den Jahren 1987 und 2009 sowie 2011 und 2013 in unterschiedlichem Umfang gegraben wurde. Ergänzt wurde der Fundstoff durch Oberflächenfunde und Luftbildbefunde weiterer potenzieller und bereits bekannter Anlagen im Arbeitsgebiet, auf die mich auch Herr Frese und Herr Böhner aufmerksam machten. Ihnen möchte ich an dieser Stelle noch einmal meinen Dank aussprechen. Das Bild der Erdwerkslandschaften im Leine-Weser-Gebiet konnte durch die Arbeit deutlich neue Züge erhalten. Zu den neuen potenziellen Anlagen zählen beispielsweise die durch Otto Brasch dokumentierten Grabenwerke bei Annemolter im Landkreis Nienburg-Weser, Hastenbeck im Landkreis Hameln-Pyrmont oder Abergen im Landkreis Hildesheim. Im selben Landkreis ist auch das Grabenwerk bei Borsum zu lokalisieren, das Heinz-Dieter Frese im Luftbild beobachten konnte. Dies ist nur eine Auswahl einer Vielzahl weiterer spannender Anlagen, die sich zwischen Leine und Weser befinden. Um etwa 4000 vor Christus begann in Niedersachsen das Jungneolithikum. Gegenüber den vorangegangenen Phasen des Neolithikums ist nun eine größere Vielfalt an archäologischen Kulturen und Gruppen zu erkennen, die teilweise nebeneinander bestanden und sich in schnellerer Folge ablösten.
Zu dieser Zeit bestanden enge Verbindungen des süd- und ostniedersächsischen Raumes zum mitteldeutschen Gebiet, die sich vor allem im nördlichen Harzvorland und im Mittelelbe-Saale-Gebiet durch Verschmelzung verschiedener archäologischer Kulturen manifestieren und Lokalgruppen entstanden. In dem Zeithorizont um 4000 vor Christus ist die Zuweisung einzelner Komplexe zu archäologischen Kulturen strittig. In Niedersachsen ist es die Michelsberger Kultur, die der Neolithforschung noch viele offene Fragen bereithält. Vor allem sind es Einzel- oder Altfunde aus unklaren Siedlungszusammenhängen, deren umfassende Aufarbeitung sowie Neubewertung bislang aussteht. Hinzu treten Nachweise aus Höhensiedlungen und Erdwerken. In einer ganzen Reihe von Fundinventaren Niedersachsens lassen sich Elemente der Michelsberger sowie der frühen Trichterbecherkultur nachweisen. Sie erhalten ein ganz anderes Gepräge als jene der Michelsberger Hauptgruppe. Eine eindeutige Zuweisung erscheint nicht möglich, doch wird eine gegenseitige Beeinflussung mit der Trichterbecherkultur immer wieder angeführt. In Hinblick auf die angeführten Problemstellungen ist das 2008 durch Heinz-Dieter Frese entdeckte jungneolithische Erdwerk bei Müßleringen von besonderem Interesse für die Neolithforschung Niedersachsens. Die mehrperiodige Fundstelle liegt auf einem landwirtschaftlich genutzten Areal zwischen den Ortschaften Müßleringen und Stolzenau im Landkreis Nienburg an der Weser. Das Doppelgrabensystem mit zahlreichen Erdbrücken befindet sich auf einem flachen Plateau, das nach Süden hin einen leichten Sporn ausbildet. In etwa 1,5 Kilometer Entfernung fließt heute in weiten Schleifen mäandrierend die Weser. Seit der Entdeckung der Doppelgrabenanlage konnten auf einem ca. 4 Hektar umfassenden Areal verschiedene archäologische Untersuchungen vorgenommen werden. Bereits im Sommer 2009 konnte ein erster Sondageschnitt zur Überprüfung des Luftbildbefundes durch den Freundeskreis für Archäologie in Niedersachsen angelegt werden. Die Sondage bestätigte den Verdacht eines jungneolithischen Erdwerkes an eben dieser Stelle. Bereits im folgenden Jahr führte die Abteilung Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der Universität Hamburg in enger Kooperation mit dem FAN eine geophysikalische Prospektion des Areals durch. Diese konnten in den folgenden Jahren fortgesetzt werden. In den Grabungskampagnen 2011 bis 2013 konnte insgesamt eine Fläche von 1712 Quadratmetern im Bereich der Erdwerksgräben archäologisch untersucht werden. Im Sommer 2011 wurde unter der Leitung von Britta Ramminger im östlichen Bereich des Grabenverlaufs ein Areal von 17 mal 10 Metern aufgedeckt. Erfasst wurde der nordöstliche Tordurchlass mit den Grabenköpfen der äußeren und inneren Grabensegmente. Auf der Erdbrücke ließ sich ein Schlitzgräbchen beobachten, das quer zu dem Durchgang verlief, womöglich ein Element einer Torkonstruktion oder eine Palisade. Der äußere Grabenkopf hatte im Planum eine maximale Breite von 4,25 Meter. Das Querprofil des Außengrabenabschnitts zeigte weit ausladende, schräg abfallende Grabenwände und eine leicht verrundete Sohle. Der weit ausladende Spitzgraben hatte eine erhaltene Tiefe von 1,50 Meter unter dem Verbraunungshorizont. Der Graben war relativ homogen verfüllt und zeigte nur geringe Unterschiede in der Sedimentzusammensetzung. In der gebänderten Grabenfüllung fanden sich unter anderem ein sorgfältig gearbeiteter, geglätteter Rundboden und ein Tonscheibenfragment, also von einem sogenannten Backteller mit Fingertupfenzieher auf der Randlippe sowie leinwandbindigem Mattenabdruck. Beide charakteristische Michelsberger Formen. Während der Kampagne im Sommer 2012 wurde abermals ein Tordurchlass mit den Grabenköpfen des äußeren und inneren Grabens im nordöstlichen Bereich der Anlage erfasst. Die Weite der Erdbrücke betrug bis zu 3,74 Meter, wobei auf der Erdbrücke, wie im Vorjahr, ein Gräbchen dokumentiert werden konnte. Der Erdbrücke vorgelagert konnte im Erdwerksinnenraum ein weiteres Schlitzgräbchen erfasst werden, das ebenfalls quer zu dem möglichen Durchgang verlief. Ein zwischen den inneren Grabenköpfen gelegener Befund
Hier die Stelle 317 lässt sich ebenfalls als Schlitzgräbchen interpretieren. Er verlief längs zu dem Durchgang. Der Grabenkopf, Stelle 301, war bis zu 1,55 Meter tief unter dem Verbraunungshorizont erhalten und erreichte im Planum eine Breite von 3,50 Meter. Im Querprofil präsentierte sich die Grabenwandung konisch. Der Graben wies in seiner Verfüllung deutlich voneinander abzugrenzende Schichten auf. Auffällig war vor allem eine Fundkonzentration aus mehreren Scherben eines unterrandständig einreich stichverzierten Trichterrandgefäßes, die bereits im Verbraunungshorizont begann und sich zur Mitte des Grabenkopfes hin leicht abfallend flächig verteilte. Das Gefäß konnte während der Bearbeitung in weiten Teilen rekonstruiert werden. Auch das Grifflappenfragment eines tönernen Schöpfers mit Lochbuckelzieher stammt aus diesem Grabenkopf. Der gegenüberliegende äußere Grabenkopf war im Planum bis zu 5,17 Meter breit und präsentierte sich im Querprofil trichterförmig mit trapezförmiger Grabensohle. In diesem äußeren Grabenabschnitt war, wie für die anderen äußeren Grabenabschnitte, eine weitgehend homogene Verfüllung zu beobachten. Aus dem Außengrabensegment stammt ein rundbodiges Arkadenrandgefäß, das in seinem Profil vollständig rekonstruiert werden konnte und sich den Formen der Michelsberger Kultur zuweisen lässt. In der 2013 durchgeführten Kampagne konnte der äußere Graben auf einer Länge von ca. 47 Metern, der innere Graben auf einer Länge von 27 Metern freigelegt werden. Besondere Aufmerksamkeit verdient der westlichste Abschnitt des aufgedeckten Innengrabens, Stelle 404. Der Graben präsentierte sich hier mit konisch abfallenden Wänden. Die Grabentiefe betrug noch 1,40 Meter unterhalb des Verbraunungshorizontes. Der Sohlgraben wies flach konisch ansteigende Grabenwandung auf, bis eine leichte Stufe den Übergang zu einem schrägeren Wandungsverlauf markierte. Innerhalb einer wannenförmigen Eingrabung in den Graben fanden sich Keramikscherben, die eine Scherbenkonzentration bildeten und sich zu zahlreichen Gefäßen zusammensetzen ließen. Es handelt sich unter anderem um stichverzierte Trichterrandgefäße, eine Knickwandschüssel, einen Tulpenbecher, eine stichverzierte konische Schüssel, diverse Standböden, ein Tonscheibenfragment mit Mattenabdruck und eine waagerecht durchlochte Schnuröse. Weitere Eingrabungen in den Erdwerksgraben ließen sich in einem weiter östlich befindlichen Abschnitt dokumentieren. In den wannenförmigen Eingrabungen fanden sich wiederum einige Keramikscherben, die sich unter anderem zu einem sorgfältig geglätteten Arkadenrandgefäß mit flachen Knubben auf der Gefäßschulter zusammensetzen ließen. Auch fand sich wieder ein Tonscheibenfragment mit Mattenabdruck. Das keramische Fundmaterial der Fundstelle Müßlering II, auf das mein Hauptaugenmerk lag, umfasst insgesamt 4.449 Keramikfragmente. Sie lassen sich 1.012 Gefäßeinheiten zuordnen. Das sind also Randscherben, Tonscheiben, Ösen, Henkel und Schöpfer. Die näher aufgenommenen Objekte machen 64% der Gesamtkeramikmenge aus. Wie für jungneolithische Keramik üblich, wurden die Gefäße in Müßlering nahezu ausschließlich in Wulsttechnik aufgebaut. Die einzelnen Wülste sind in der Regel sorgfältig miteinander verstrichen und sorgfältig miteinander verbunden, sodass Wulstgrenzen an der Gefäßoberfläche nicht nachweisbar sind. Für einige Gefäßfragmente, insbesondere für Flachböden und Tonscheiben zu beobachten, ist der Aufbau aus mehreren übereinander liegenden Tonschichten, die in seltenen Fällen, also an besonders stark verwitterten Stellen, in Erscheinung treten. Bei fast allen Gefäßen von Müßlering wurde die Oberfläche der Gefäße mehr oder weniger sorgfältig geglättet. Sehr sorgfältig hergestellte Gefäße, wie beispielsweise Knickwandschüsseln oder kleine Trichterrandgefäße mit umlaufender Stichverzierung unterhalb des Randes, weisen in manchen Fällen einen leichten Glanz auf,
Im Gegensatz zu anderen Michelsberger zeitlichen Fundplätzen, wo eine regelhafte Schlickrauung der Gefäßaußenseite der großen Vorratsgefäße beobachtet werden kann, tritt diese bei den Gefäßen in Müßlering nicht auf. Die Gefäße sind von hellbrauner, beiger bis rötlicher oder grauer Farbgebung und überwiegend mit Quarzpartikeln gemagert. Charakteristisch für das keramische Material der Michelsberger Kultur ist die sparsame Verwendung von Verzierung, die sich auf bestimmte Gefäßtypen beschränkt. Insgesamt sind in Müßlering 86 Gefäßeinheiten der Gefäße verziert. Mit 26 Exemplaren gehört die Arkadenranzier zu den häufigsten Ornamenten. Sie kann in verschiedenen Varianten auftreten. Ebenfalls mit 26 Exemplaren ist die Stichverzierung unterhalb des Randes zu nennen. Innerhalb der Michelsberger Kultur ist sie nicht typisch und wenn sie vorkommt, ist sie zumeist auf konische Schüsseln beschränkt. Weitaus seltener sind Gefäße mit unverzierten Randleisten oder Lochbuckeln versehen. Bei einem besonderen Exemplar mit Lochbuckeldekor handelt es sich um die Handhabe eines Schöpfers. Das überaus qualitätvolle Stück weist an seinem Handhabenrand eine Reihe von sorgfältig gestochenen Lochbuckeln auf. Sie sind regelmäßig ausgeführt und etwa 3 mm im Durchmesser groß. Zu den verzierten Keramikobjekten zählt auch die Gruppe der Tonscheiben. Sie können fingertupfenverzierte Randlippen, Lochungen oder Fingertupfen auf ihrer Unterseite aufweisen. Die in der Arbeit erstellte Systematik der Gefäßformen beruht sowohl auf stilistischen als auch auf funktionalen Kriterien und ausschließlich auf der Keramik von Müßlering und bezieht sich nicht auf das System von Jens Lüning. Es wurden lediglich die Bezeichnungen für die Hauptformen übernommen, da sie allgemein üblich sind. So lassen sich Arkadenrandgefäße, Trichterrandgefäße, Randleistengefäße, Tulpenbecher, Knickwandschüsseln, konische Schüsseln, kalottenförmige Schüsseln, Henkel, Ösen, Schöpfer und Tonscheiben im Müßleringer Keramikmaterial unterscheiden und in Varianten aufgliedern. 119 Gefäßeinheiten lassen sich sicher einer Gefäßform zuweisen. Aufgrund ihrer leichten Identifikation im Fundmaterial stellen die Arkadenrandgefäße den größten Anteil. Doch meist sind diese Gefäße zu stark fragmentiert, um die Gesamtform bestimmen zu können oder Varianten abzugrenzen. Die nominierende Gefäßform ist in Müßlering neben den Arkadenrandgefäßen das Trichterrandgefäß mit Stichverzierung unterhalb des Randes. 19% der 119 Gefäßeinheiten, die sich einem Gefäßtyp zuweisen lassen, gehören zu den Trichterrandgefäßen. Auch können unverzierte Exemplare dieser Gefäßform oder solche mit Lochbuckelzier vorkommen. Das Fundmaterial aus den Erdwerksgräben von Müßlering weist einige kennzeichnende Merkmale des Michelsberger Komplexes, aber auch Spezifika und Lokalvarianten auf, die eine eigene typologische Gliederung des keramischen Fundmaterials notwendig machten. Um eine relativ chronologische Einordnung des Fundmaterials vorzunehmen, wurde das aussagekräftige keramische Material mit der Stufengliederung von Lüning für Michelsberger zeitliche Keramik und der durch Reiter erstellten Systematik in Einklang gebracht. Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter den Keramikformen von Müßlering zahlreiche Leitformen der Stufe MK2 vertreten sind. Mit Ausnahme eines Tulpenbechers vom Typ 1 nach Lüning, der Leitform der Stufe MK1 ist, aber auch der Variante 2 entsprechen könnte, die erst in der Stufe MK2 auftritt, gehören alle Formen in die Stufen MK2 bis 3, wobei einige Formen eine längere Laufzeit bis in das jüngere Michelsberg aufweisen. Eine Besonderheit bilden die stichverzierten Trichterrandgefäße, die sich nicht in die gängigen Systematiken Michelsberger zeitlicher Keramik einpassen lassen.
die Parallelen im südwestlichen Ostseeraum einer Einflussnahme der Michelsberger Kultur auf die Genese der Friedrichterbecher zeitlichen Keramik vorausgesetzt, belegen jedoch das späteste Einsetzen der stichverzierten Trichterrandgefäße innerhalb der frühen Stufe MK2 mit einer Laufzeit in die Stufe MK3. Die ausschließlich an Holzkohle gewonnenen 14C-Daten aus dem Erdwerksgraben von Müßlering passen sich mit einer Zeitspanne von etwa 4100 bis 3900 KBC gut in den durch die typologischen Keramikanalysen zu erwartenden Zeitraum ein und bestätigen den Nachweis des Übergangshorizontes Stufe MK2 zu 3. Besonders interessant für die weiteren Betrachtungen und die anfangs erläuterten Fragestellungen sind die Trichterrandgefäße mit unterrandständiger Stichverzierung oder Eindrücken von Müßlering, da diese nicht charakteristisch für die Michelsberger Kultur sind und Parallelen unter anderem im südwestlichen Ostseeraum in Friedrichterbecher-zeitlichen Fundkomplexen vorliegen. Denn unmittelbar an der Weser gelegen gibt insbesondere das Erdwerk von Müßlering Raum für Überlegungen bezüglich der Nordbeziehungen der westfälisch-niedersächsischen Region während des Jungneolithikums. Die erkennbaren Verbindungen des südwestlichen Ostseeraumes finden Ausdruck in den ab dem 38. Jahrhundert vor Christus einsetzenden Erdwerken in Dänemark und in Schleswig-Holstein. Lassen sich bislang jedoch nur schwerlich näher beschreiben. Das Erdwerk von Müßlering nimmt hinlänglich der Frage der Nordbeziehungen, der Genese der frühen Trichterbecherkultur und der damit verbundenen Neolithisierung des Nordens eine Schlüsselstellung ein. Die Weser als Korridor weitreichender Beziehungen hat im Jungneolithikum eine wesentliche Rolle bei der Transmission, also bei der Verbreitung der Erdwerksidee, wie auch weiterer Neolithisierungsimpulse inne gehabt. Die Analyse der Gefäßkeramik kann bezüglich dieser Fragen erste Ergebnisse liefern. Mit der voranschreitenden Verbreitung der Michelsberger Kultur am Ende des 5. Jahrtausends ist im keramischen Inventar der spätmesolithischen Jäger-Sammlergesellschaften des Nordens ein Umbruch zu verzeichnen. Es treten neben neuartigen Keramikformen und Techniken auch andere Verzierungsarten auf. Zu nennen sind beispielsweise Standböden und die regelhaft auftretende unterrandständige Stichverzierung von Trichterrandgefäßen. Diese neuen Formen haben so im Ostseeraum keine lokalen Vorläufer. Eine in der Forschung diskutierte jahrhundertelange Koexistenz von Jägern und Sammlern und frühen Ackerbauern wird nun durch eine dynamische Neolithisierung der nordeuropäischen Tiefebene abgelöst und die Trichterbecherkultur etabliert sich über große Distanzen. Es stellt sich die Frage nach möglichen externen Ursprüngen der frühneolithischen Keramik des Nordens. Die Gründe hierfür werden in der Forschung seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert und verschiedene Modelle zur Genese der Trichterbecherkultur entwickelt. So stehen heute vor allem noch die Michelsberger Kultur und die späte Lengiel-Kultur in der Diskussion, an der Genese interaktiv beteiligt gewesen zu sein. In der neueren Forschung wird zudem verstärkt angenommen, dass der südniedersächsische Raum maßgeblich an der Herausbildung der frühtrichterbecherzeitlichen Keramik beteiligt war. Im südniedersächsischen, aber auch im angrenzenden westfälischen und thüringischen Gebiet ist eine stärkere Aufnahme von Spätlengiel-Elementen in das Michelsberger Keramikspektrum zu beobachten. In diesen Gebieten treten Formen innerhalb des Keramikinventars auf, die von denjenigen der Michelsberger Kultur abweichen und den entsprechenden Fundkomplexen einen deutlich anderen Charakter verleihen. Wie gesagt, zu nennen sind vor allem Standböden und die unterrandständige Stichverzierung. Die Einflussnahme der Michelsberger Kultur auf die Genese des Friedrichterbecher-zeitlichen Keramikinventares spiegelt sich vor allem in der Betrachtung der Trichterbecher und Trichterrandgefäße des Frühneolithikum I wider. In diesem Zusammenhang wird oftmals auf die Trichterbecher der Typen 0 und 1 nach Koch
verwiesen und deren Ähnlichkeit mit Michelsberger Tulpenbecher-Typen mit Spitz- oder Rundböden. Diese typologischen Beziehungen sind schon früh in der Forschung erkannt worden. Ein Vergleich der zur Diskussion stehenden Trichterbecher, vor allem des südwestlichen Ostseeraumes, mit den Tulpenbechern der Michelsberger Kultur, lässt neben der Ausformung des Bodens vor allem die im Norden regelhaft auftretende Randverzierung von Einstichen oder Eindrücken als markante Unterschiede erkennen. Deshalb sind einige Fundkomplexe der Michelsberger Kultur von besonderer Bedeutung, die neben den charakteristischen rundbodigen Formen auch flachbodige Gefäße umfassen und jenen der Typen 0 und 1 nach Koch annähernd entsprechen. Weiterhin ist zu beobachten, dass in diesen Komplexen auch eine regelhafte Randverzierung in Form von Einstichen und Eindrücken anzutreffen ist, wie sie im vorgestellten Material von Müsleringen vorliegt. Diese Fundkomplexe liegen im äußersten Norden bzw. Nordosten des Michelsberger Verbreitungsgebietes in Westfalen, dem nördlichen Harzvorland, dem Mittelelbe-Saale-Gebiet und insbesondere in Niedersachsen. Neben den Trichterrandgefäßen aus Müsleringen, die den Typen 0 und 1 nach Koch annähernd entsprechen und die charakteristische Randverzierung aufweisen, sind vor allem jene aus dem Erdwerk von Northeim im Landkreis Northeim als gute Parallelen zu nennen. Die abgesetzten oder gleitenden Hals-Schulterpartien wie auch die Randverzierungen verstärken die Parallelität zu den frühen Trichterbechern des Nordens. Zudem sind als lokale Charakteristik kurze Gefäßhälse hervorzuheben, die ebenfalls in dem Fundkomplex von Northeim Entsprechungen finden. Eine Reihe von niedersächsischen Fundkomplexen können mit Sicherheit als Bindeglieder zwischen dem Ostseeraum und dem südniedersächsischen Raum angesehen werden. So ist insbesondere ein Trichterrandgefäß aus Walmsdorf im Landkreis Uelzen hervorzuheben oder auch Trichterrandbecher aus Dören in der Region Hannover, Eime oder Mehle, beide im Landkreis Hildesheim, die ebenfalls Übereinstimmung mit den frühen Trichterbechern des südwestlichen Ostseeraumes aufzeigen, jedoch längere Gefäßhälse besitzen. Festzuhalten ist, dass es sich bei den genannten Fundkomplexen, und diese schließen Müsleringen mit ein, um jene handelt, die dem südwestlichen Ostseeraum geografisch am nächsten liegen und somit eine Beeinflussung aus diesem Raum wahrscheinlich ist. Die aufgezeigten Parallelen zeigen eine starke Verbindung des Gebietes zwischen Leine und Weser und der frühtrichterbecherzeitlichen Keramik der norddeutschen Tiefebene auf. Zwischen Michelsberg und früher Trichterbecherkultur fügen sich die Ergebnisse für das Erdwerk von Müsleringen gut in den niedersächsischen Michelsberg-Komplex ein, werfen aber auch neue Fragen auf. Müsleringen kommt demnach eine tragende Rolle für die Nordtransmission der Erdwerksidee wie auch weiterer Neolithisierungsimpulse und ihrer Etablierung in der norddeutschen Tiefebene zu. Für das Erdwerk von Müsleringen kann neben einer rituellen Funktion, wir haben Deponierungen in den Erdwerksgräben gesehen und Recutting-Prozesse, auch eine enge Verbundenheit zu einem alten überregionalen Wegenetz, dem Weserkorridor, beobachtet werden. Das weitreichende Beziehungen in die norddeutsche Tiefebene ermöglichte, die sich vor allem in den Parallelen der Gefäßkeramik aufzeigen lässt. Im Rahmen eines umfassenden Umbruchs am Ende des 5. Jahrtausends vor Christus und der Etablierung eines anderen Neolithikums stellen die Erdwerke von Frankreich bis nach Böhmen eine Befundgattung dar, die einer gemeinsamen Idee und migrierenden Personengruppe zugrunde liegt, nicht jedoch eine funktionale Einheit bilden. Die monumentalen Erdwerke beschreiben vielmehr den expansiven Charakter des Michelsberger Komplexes in Zusammenspiel mit Formengruppen und Wirtschaftsweise, deren Etablierung in einer Region durch die Präsenz von monumentalen Grabenanlagen sichtbar wird. Im Leine-Weser-Gebiet zeichnen sich mittlerweile deutlich mehrere Erdwerkslandschaften ab, die sich an der Weser, an der Leine im südlichen Niedersachsen, zwischen Leine und Aller und vor allem in der Region Hannover zwischen Leine und Innerste lokalisieren lassen. Dem Erdwerk von Müsleringen kommt bei der Nordtransmission der Erdwerksidee und der Neolithisierung eine herausragende
Bedeutung zu, da die aufgefundene Gefäßkeramik in enger Verbindung zu jener des südwestlichen Ostseeraumes in der Zeit um 4000 vor Christus steht. Der Weserkorridor als Süd-Nord-Achse hat die Verbreitung von Ideen und Personengruppen begünstigt. Die Erdwerke an dieser wichtigen Achse würden demnach Fixpunkte innerhalb einer subsistenzorientierten Feldbau- und Weidewirtschaft betreibenden Gesellschaft, die sowohl ein Potenzial zur stationären Weidewirtschaft als auch zum Nomadismus aufweist, bilden. Diese Lebensweise würde auch den expansiven Charakter des Michelsberger Komplexes wie auch die scheinbare Multifunktionalität von Erdwerken erklären. Die Fokussierung von rituellen, kommunikativen sowie sozialen Aktivitäten würde sich in einem solchen Szenario auf die Erdwerke beschränken. Der Nachweis von einzelnen Siedlungsplätzen würde demnach erschwert, da Orte nur für kurze Zeit oder saisonal besiedelt wurden und lediglich Häuser leichter Bauweise errichtet sowie einzelne Siedlungsgruben angelegt wurden. Über die Jahrhunderte verlor diese Wirtschaftsweise zunehmend an Attraktivität und soziale wie auch wirtschaftliche Veränderungen waren für den Verfall des Erdwerksphänomens verantwortlich. Die Analyse des keramischen Fundmaterials zeigt eindrucksvoll ein Ensemble klassischer Michelsberger Formen, die mit jenen Formen der frühen Trichterbecherkultur verschmolzen, aber auch parallel zueinander bestanden haben. Mit der Existenz eines Erdwerkes der ersten Konstruktionsphase zwischen 4200 und 4000 vor Christus an der Mittelweser ist die Nordausdehnung des Michelsberger Komplexes von weitaus dynamischeren Charakter gewesen als bislang angenommen. Keramikfunde aus der unteren Weser wie auch im südwestlichen Ostseeraum zeigen Parallelen auf, die den Müßleringer Fundkomplex in enge Beziehung zum norddeutschen Frühneolithikum einsetzen. Der kurze Zeitraum der Etablierung neuartiger Keramikform wie auch der neolithischen Lebensweise in den spätmesolithischen Gruppen des Nordens setzt dynamische Prozesse voraus, die nur durch starke Migrationsbestrebungen neolithischer Personengruppen entstehen konnten. Diese Annahme wird durch neue genetische Studien hinlänglich gestützt, die belegen, dass die Träger der Michelsberger Kultur offensiv in andere Regionen migrierten und dort ihre Lebensweise über einen kurzen Zeitraum etablierten. Nimmt man selbiges für den norddeutschen Raum und insbesondere für den südwestlichen Ostseeraum an, würde dies nicht nur einen Vorstoß Michelsberger Personengruppen bedeuten, sondern auch eine dauerhafte Migration von Trägern dieses Komplexes in diese Region. Die frühtrichterbecherzeitliche Keramik wäre demnach ein Derivat der Michelsberger Gefäßform Niedersachsens und die frühe Trichterbecherkultur aus der Michelsberger Kultur hervorgegangen. Diese These kann ausschließlich durch zukünftige Forschungen im Bereich der Genetik und durch die systematische Aufarbeitung der Michelsberger Kultur und der Ausprägung des Frühneolithikum I im norddeutschen Raum weiter verifiziert werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.